Hallo, jetzt sind wir bei unserem dritten Video. Da beschäftigen wir uns mal mit der Entwicklung des Töltes und zwar von der Dressurarbeit über die Versammlung zum Tölt. Wir wünschen uns ja beim Tölt, dass das Pferd sich in den Hanken beugt. Wir verlangen eine sogenannte Hankenbeugung. Aber was ist denn das überhaupt? Unter den Hanken verstehen wir die Gelenke Hüfte, Knie, Sprunggelenk erstmal. Und in diesen drei Gelenken sollen die Pferde sich beugen. Also wenn ich das jetzt wäre, Knie, Hüfte, Fußgelenk, kann ich nicht, weil ich hier nicht so einen Körperbau, so. Und so zu laufen, da sieht man schon, das ist keine sehr einfache Geschichte, da braucht man gute Muskeln. Dann soll das Pferd auch noch den Reiter dabei tragen, bei dieser schwierigen Angelegenheit. Dazu braucht man ein spezielles Dressurtraining, und zwar versammelndes Dressurtraining. Dabei werden die tragende Muskulatur der Hinterhand wird dabei trainiert und dann fällt es leicht, in dieser gebeugten Haltung mit Reiter zusammen zu laufen. Dann fällt es auch leicht, den Tölt zu gehen, ohne dass das im Rücken schädlich ist. Dazu sagen wir im Anschluss nämlich nochmal was. Und das wäre das. Und wir zeigen euch jetzt mal zwei Lektionen von vielen. Wir können ja nicht alles zeigen, das wird dann ein bisschen lang, aber wir zeigen mal zwei Lektionen, mit denen man zu einer Hankenbeugung mit der Zeit kommt. Und das ist einmal Trab halten, und wenn das schön flüssig wird, wenn das Pferdchen durchlässig ist, anschließen, aus dem Trab halten, aus dem Halten rückwärts, aus dem Rückwärts wieder antraben. Das ist eine ganz besonders schöne Arbeit, um die Hinterhandmuskulatur aufzubauen. So, und das machen wir jetzt. Viel Spaß. Und wir sehen wieder den Bühr mit der Janina. So, dann können wir mal zu B gehen. Cool, dann kannst du antraben und bei B halten. Muss auch nicht genau der Punkt sein, das spielt jetzt keine Rolle. Und wieder anfragen. Dann kannst du mal bei jedem Buchstaben halten. Und schon wieder zum Halten kommen. Sitzen. Schenkel schließen, halt. Puh. Wieder antraben. Sehr gut, lass mal ein schönes antraben. Halbe, halbe, halbe und dann zum Halten kommen. Gut, und beim nächsten Mal versuchst du mal bei B aus dem Halten, ohne lange zu stehen, rückwärts zu richten und daraus wieder anzutraben. Erstmal vorwärts. So, jetzt kommt der Bühr ein bisschen hinter den Zügeln, weil er zuerst die vorwärts treibende Hilfe nicht so richtig angenommen hat, um daraus aufgefangen zu werden in das Rückwärts. Das werden wir gleich nochmal. Reite nochmal im Schritt an, halt dann nochmal an. So, halt und direkt in das Rückwärts. Oh, direkt. Schenkel zurück, sitzen bleiben, nicht so weit nach vorne beugen. Vor die Hände, vor. Er muss alleine zurückgehen. Nicht zurückziehen. So, antraben. Am Gurt treiben. Jawohl. Und auf der gegenüberliegenden Seite nochmal. Man nutzt für das Rückwärtsrichten eigentlich den Wunsch des Pferdes vorwärts zu gehen, indem man dieses vorwärts aufhängt. Geht der Schwung ins Rückwärts. Sitzen bleiben, nicht zu weit nach vorne. Ja, das kommt noch immer etwas hinter die Senkrechte. So, jetzt ist es viel schöner. Jetzt macht das nämlich allein, wenn der Zweitakt auch noch nicht ganz ist. Ne, eigentlich soll das Pferd richtig sauber im Zweitakt zurück und wieder antraben.
So, einmal gucken wir noch, ob wir es vielleicht noch mal das Rückwärtsrichten im Zweiertakt hinbekommen. Einmal noch bei B. So, halbe Parade, halbe Parade. Und rückwärts. Zurücktreten, auch raus, ankraben. So, und bei diesem Rückwärts, und wenn man daraus wieder antrabt, dabei setzt sich die Hinterhand. Und deswegen ist das eine ganz nette Übung. So, das war's zum Thema Hankenbeugung und die Entwicklung des Tölt über die Dressurarbeit und über die versammelnde Arbeit. Vielen Dank und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss!